Die Green Bay Packers sind das einzige NFL-Team, das im öffentlichen Besitz ist. Es gehört den Einwohnern Green Bays. Im abgelaufenen Finanzjahr konnte das Unternehmen knapp der Pleite entgehen. Zwar machten die Packers 20 Millionen Dollar Gewinn, aber Fehlinvestitionen schmälerten den Gewinn nach Steuern auf nur noch 4 Millionen Dollar. Das ist ein Verlust gegenüber dem Vorjahr von 19,4 Millionen. Die Finanzkrise hat andere Unternehmen da viel heftiger erwischt. Allerdings ist wohl auch die Finanzkrise am Rückgang der verkauften Saisontickets schuld. Für die kommende Saison haben die Packers erst 99,4% der Plätze im Stadion verkauft. Ein Rückgang von 0,6%. Während andere Teams etwa 60% ihrer Einnahmen für die Gehälter der Spieler ausgeben, müssen die Packers fast 80% opfern. Eine weitere 6-10 Saison darf sich das Team wohl nicht mehr leisten, wenn das Stadion wieder voll werden soll. Null ist die Zahl der Houston Texans. Seit der Punktelieferant vor 7 Jahren in die NFL kam, hat er 0 positive Saisons und natürlich auch 0 Playoff-Auftritte. Das muss sich ändern. Der Grundstein ist gelegt. In der letzten Saison gewannen die Texans 5 ihrer letzten 6 Spiele. Nichts anderes als das Erreichen der Playoffs verlangt Teambesitzer Bob McNair. Wir müssen jetzt mal da rausgehen und wie ein wettbewerbsfähiges Footballteam auftreten, verlangt er von seinem Headcoach Gary Kubiak. Verdammt, genauso denke ich auch, erwiderte Kubiak darauf. Mit den 5 Siegen zum Ende der Saison, wie wäre die Saison da wohl verlaufen, wenn nicht Hurricane Ike die Stadt Houston letztes Jahr vor dem 2. Spieltag verwüstet hätte? Die Konzentration der Spieler lag mehr bei ihren zerstörten Häusern und der Sicherung ihrer Existenzen als beim Football. Dieses Jahr ist das Team bereit, eine positive Saison zu absolvieren. Das letzte Mal, dass ein Team aus Houston die Playoffs erreichte, war 1993 und damals waren das noch die Houston Oilers. Die Saints powerten in der letzten Saison offensiv los, als ob sie die ganze Liga überrollen wollten. Quarterback Drew Brees war auf Rekordkurs und doch beendeten die Saints die Saison nur mit 8-8 Siegen. Woran es fehlte, war Defense. Egal wie viele Punkte die Offense auch erzielte, die Verteidigung vergeigte den Vorsprung. Außerdem fehlte ein kraftvolles Laufspiel, das zum Ende des Spiels den Ball und den Vorsprung sichern konnte. Ohne Verteidigung und ohne Laufspiel ist nicht viel zu reißen in der NFL. In der kommenden Saison soll der Fokus im Laufspiel vom verletzungsanfälligen Reggie Bush mehr hin zu Pierre Thomas verlegt werden. Thomas erzielte letztes Jahr 625 Laufyards. Die Defense wird 2009 von Greg Williams geleitet, der Gary Gibbs ablöst. Williams hat bei den Redskins, Titans und Jaguars immer dafür gesorgt, dass diese Verteidigungen unter den besten 10 der Liga waren. Die Defense der Saints war letztes Jahr 23. Das waren die Nachrichten aus der NFL von www.win-football.de. Mein Name ist Dave und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.